Gastgeberin Alex Popp, die Kapitänin nach Schienbeinverletzung, wir haben es gehört, wieder dabei, soll im Mittelfeld Stabilität geben gegen diese physisch starken Norwegerinnen. Die Sturmspitze dafür besetzt Laura Freigang, Frankfurterin mit Top-Torquote. 5 Spiele, 6 Treffer. Das ist mal eine Bilanz. Seitenwahl hier zwischen Alex Popp und Caro Hansen. Die beiden kennen sich noch aus Wolfsburger Zeiten. Schiedsrichterin übrigens Desiree Grundbacher aus der Schweiz. Erfahrene Spielleiterin, früher selbst Nationalspielerin gewesen. Gute Bekannte im Übrigen von Martina Voss-Tecklenburg, die ja mal die Schweizer Nationalmannschaft gecoacht hat und von daher in dem Verband sehr bekannt ist. Schauen auf das, was Martin Sjögren heute aufbietet. Mit 3 gelernten Innenverteidigerinnen. Wir haben das zunächst mal in einer Dreier- respektive Fünferkette angeordnet. Schauen uns das aber noch mal an. Torisdottir übrigens wieder fit. Hatte letzte Woche noch gegen Belgien gefehlt. Im Mittelfeld zentral die Wolfsburgerin Ingrid Engen. Und über rechts, vermutlich jedenfalls, wirbelt Caroline Hansen. Ehemalige Wolfsburgerin, hab's gerade schon angesprochen. Heute in Barcelona. Auch sie gegen Belgien noch geschont worden, weil sie nicht ganz fit war. Über die hat Alex Popp übrigens mal gesagt, gegen die willst du nicht spielen. So trickreich, so schnell, so wendig, mit Zug zum Tor, Caro Hansen. Wird eine heftige Aufgabe, unter anderem für Leonie Meyer, die auf der linken Verteidigerposition heute aufgeboten ist. Jetzt das Länderspiel der deutschen Frauennationalmannschaft live im ZDF genießen. Präsentiert von Bitburger. Also, kann losgehen hier in Wiesbaden. 5. Länderspiel der Frauen insgesamt in der hessischen Landeshauptstadt. Hängen geblieben ist uns natürlich in erster Linie der Rekordsieg. 17:0 gegen Kasachstan 2011 ist das gewesen. So, deutsche Mannschaft in gewohntem Schwarz-Weiß. Erste Abseitsentscheidung. Das ist Jana Feldkamp, 23 Jahre alt. 2. Spiel von ihr, direkt in der Startelf, ebenso wie gegen Australien. Und die Norwegerinnen gleich von Beginn an mit einer guten Pressing-Mentalität. Lassen wenig Raum, stehen den deutschen Spielerinnen unangenehm auf den Füßen. Das war zu erwarten. Linda Dallmann, heute auf der offensiven Mittelfeldposition. Hat ja ein wunderschönes Tor am vergangenen Samstag erzielt gegen Australien zum zwischenzeitlichen 5:1. Erster Eckball. Ja, Krummbiegel war das. Und Handspiel angezeigt von Schiedsrichterin Grundbacher. Konnten wir in der totalen Einstellung nicht genau erkennen. Aber sie stand gut, hat das gut beobachtet. Ja, springt ihr hier an den linken Unterarm. Also auf den ersten Kontrollblick sieht das hier eher wie ein 4-4-2 bei den Norwegerinnen aus. Das ist auch ihr gewohntes System. War nur ein bisschen irritierend, dass sie mit 3 gelernten Innenverteidigerinnen auflaufen. Gute Gelegenheit. Oh, erstes Missverständnis und eine kleine Unsicherheit dort von Ann-Kathrin Berger. Also, gleich eine gute Intensität hier in dieser Begegnung. Ja.
Das ist Toris Dötter. Abwehrchefin, hatte muskuläre Probleme zuletzt gehabt. Spielerin von Manchester United. Großgewachsene Innenverteidigerin. Hansen, Guru reiten, 0:1, vierte Spielminute. Was für ein Auftakt hier in Wiesbaden. Klasse in Szene gesetzt von Caro Hansen, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber genau durchs Zentrum der deutschen Defensive. Schnelles, direktes Spiel der Norwegerinnen. So, hier noch der abgewehrte Ball von Leonie Meyer. Zweite Ball geht an Caro Hansen. Und dann kommt Hendrich zu spät, um Guru Reiten noch zu stören. Er hat sie ganz geschickt gemacht, mit dem Außenriss vorbeigelegt an Katrin Berger. Ja, Ariane, das ist mal ein Start hier von den Norwegerinnen, die offensichtlich sehr bemüht sind, den Deutschen da recht früh auf die Füße zu treten, früh zu stören, früh ins Pressing zu kommen. Absolut, definitiv. Also ist erstmal eine Mammutsaufgabe für die deutsche Mannschaft, sich gleich wieder zu finden nach dem Rückstand. Und der Knackpunkt war mit dem langen Ball, das Absetzen der Kette war gut, aber für den zweiten Ball waren die Sechser nicht schnell genug da. Und den musst du gewinnen, weil da haben sie eine brutale Stärke, sofort einen tiefen Lauf. Und ja, jetzt ist gespannt, wie die deutsche Mannschaft mit diesem Rückstand umgehen wird. Auch das spannend zu beobachten. Direkte Reaktion, Debritz. Sauber vom Ball getrennt. Von Wilde Borisa. Also das sind die Situationen, die eine Aufgabe darstellen für seine Kollegin hier, für Martina Voss-Tecklenburgs Mannschaft. Sofort reagieren auf einen Widerstand, auf eine schlechte Aktion. Gut gedoppelt jetzt, setzt sich aber trotzdem durch, die Norwegerin. Blakstad ist das. Erst 19-Jährige aus Rosenborg. Also das können wir jetzt schon hier nach den ersten Minuten sagen. Das wird wenig Raum geben hier heute, weil beide Mannschaften früh stören, schnell auf die ballführende Spielerin gehen wird. Schon in dieser Anfangsphase zu erkennen, anderes Kaliber als Australien in der Verfassung vom letzten Samstag. Hendrich gegen Blakstad. Ah, nicht schlecht gemacht von Wasmut. Hatte da plötzlich viel Raum. Schien selbst ein bisschen überrascht gewesen zu sein. Von daher war es so ein Mittelding zwischen Hereingabe und Torschuss. Tabea Wasmuth, die Hoffenheimerin. Erster Abschluss Deutschland. Dahlmann, die Frau heute für die Standards. Und Hendrich. Noch abgefälscht. Wieder Eckball. Cecilie Fiskerstrand, Nummer 1 im norwegischen Tor. Seit Ingrid Hjelmset ihren Rücktritt nach der WM bekannt gegeben hatte. Kopfballversuch und der Nachschuss ist im Tor. Minute. Ausgleich. Wir schauen noch mal hin. Laura Freigang mit links. Die hat einfach den Torriecher.
Jawohl, da steht eine Stürmerin, die diesen abprallenden Ball sofort antizipiert. Wunderbarer Drehschuss, Laura Freigang, 7. Länderspieltor. Nach dem Kopfball hier von Wasmuth. Also gute Reaktion, gute Antwort der deutschen Mannschaft. 1-1. Debritz. Ruhig, Sarah, haben wir da gehört. Die Anweisung von Martina Voss-Tecklenburg. Ordnung reinbringen ins Spiel. Dallmann. Wasmuth. Und wieder Freigang. Ja, Abseitssituation von Dallmann. Ja, Laura Freigang, die Torschützin, hat übrigens ihr Debüt damals bei diesem letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften gegeben, beim Algarve Cup Halbfinale im vergangenen Jahr. Kaum noch wegzudenken aus dieser Mannschaft, aus den ersten 13, 14 auf jeden Fall. Die Torquote außergewöhnlich. Krummbiegel jetzt. Man hat zu spät gesehen, dass Debritz sich freigelaufen hatte. Deutsche Mannschaft versucht sich jetzt kompakt im Mittelfeld zu sortieren. Verzichtet auf das kollektive Angriffspressing, sondern lässt das kompakt angehen. Versucht alles zu verengen. Jetzt einzeln nachschieben. Aber können sich befreien, die Norwegerinnen. Kommt den Freistoß hier, Kathi Henrich. Ja, Ariane, es ist deutlich zu erkennen, wie die Norwegerinnen das hier angehen wollen. Nämlich mit schnellem Spiel in die Spitze, kurz über rechts häufig und dann aber durchs Zentrum. Ne? Versuchen da die deutsche Mannschaft schnell in der Unordnung zu erwischen. Natürlich, sehr gerne die Schnittstellenpässe im Zentrum zwischen den Innenverteidigern oder auch Innen- und Außenverteidigern vorbei. Auf der anderen Seite schaltet sich aber auch die Außenverteidigung immer mit vorne ein, mit gefährlichen Tiefenläufen. Also, da müssen die Deutschen hellwach sein, aber sie kommen auch noch nicht genug in die Zweikämpfe. Ich finde, sie sind noch einen Schritt zu spät. Sie müssen noch näher an die Gegenspielerin dran sein, um sie besser unter Druck setzen zu können. Hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass das Mittelfeld wieder ganz neu personell aufgestellt ist. Da die Zeitpunkte zu finden, ist die große Kunst, oder? Ja, sicherlich, aber das ist auch mal was Individuelles, erstmal selber den Zeitpunkt für sich zu haben, das Timing zu finden. Also das hat weniger mit der Eingespieltheit zu tun, sondern das ist ein Basics und ja, da stimmt das Timing noch nicht. Reiten wieder, Caro Hansen, aber Berger ist da. Zweites Länderspiel für die 30-Jährige. Die ja einen wahnsinnigen Werdegang hat. Viele, viele Vereinswechsel. Dann in England plötzlich zur Nummer 1 bei Chelsea wurde. Und da auch sehr, sehr überzeugend agiert. Den Wolfsburgerinnen im Übrigen auch ein Schnippchen geschlagen. Im Champions League Viertelfinale überragend gehalten im Hinspiel. Chelsea hat sich da ja gegen Wolfsburg durchgesetzt und wird jetzt im Halbfinale auf Bayern München treffen. Dallmann weicht viel aus, viel unterwegs. Heute auf der Zehnerposition. Hegering. Überragendes Spiel gegen die Australierinnen gemacht.
So, da haben wir den DFB-Präsidenten Fritz Keller. Wie schon am Samstag hier bei den Frauen in Wiesbaden, wird nachher in der Halbzeit unser Gesprächsgast sein bei Katja Streso. Gibt viele Themen, viele interessante Aspekte, die es zu besprechen gilt. Wir sind gespannt. Ah, das löst sie gut an Katrin Berger. Heftig angelaufen da von Uetland, aber sauber rausgespielt. Debritz, Ballgewinn. Das ja auch immer eine ausgeprägte Trainingsarbeit bei den deutschen Spielerinnen, sich in Not spielerisch zu befreien, mit Gegnerdruck das Kombinationsspiel aufzuziehen. All das, was man über weite Strecken in der Qualifikation natürlich nicht testen konnte, weil die Gegner, mit Verlaub und ohne despektierlich sein zu wollen, einfach zu schwach waren. Leonie Meyer. Ja, Fehlpass, Caro Hansen. Fehlpass, Hendrich. Gut rausgespielt von Engen. Da haben wir sie nochmal, die Wolfsburgerin. Also läuft viel über die rechte Seite, über die rechte offensive Seite bei den Norwegerinnen. Da muss natürlich auch Paulina Krummbiegel mit nach hinten arbeiten, tut sie auch. Sarah Debritz. In Paris bei Paris Saint-Germain den nächsten Entwicklungsschritt gemacht, sich zur Persönlichkeit, zur Führungsfigur entwickelt. Über ihre spielerischen Fähigkeiten müssen wir ohnehin nicht diskutieren, die sind außergewöhnlich. Aber jetzt auch noch mal im Mannschaftsrat eine Stufe weiter geklettert. Auf ihr Wort wird gehört, ihre Meinung hat Gewicht im Team der deutschen Nationalmannschaft. Hegering. Pop. Viel Platz jetzt hier für Hendrich. In der Mitte unter anderem Freigang und Wasmut. Und der nächste Eckball. Diesmal geht's Sarah Debritz an. Hansen. Stark gegengearbeitet von Debritz. Klasse Balleroberung. Keine Abseitssituation. Dahlmann! Und Führung! 17. Spielminute. Deutschland führt 2-1. Das ist aber mal ereignisreich hier in dieser Anfangsphase dieser Partie. Und Linda Dahlmann erweist sich erneut als treffsicher. Klasse Ball hier von Debritz. Im genau richtigen Moment rausgelöst. Stark eingeschoben. Also Wasmut da die Übersicht bewahrt. Und da waren sie sich nicht einig im Zentrum. Und Spiel geht schon weiter. Also wirklich viel drin, Ariane, in dieser Partie.
Auf jeden Fall. Das ist sehr temporeich, entscheidend bei dem Tor war gerade, dass Debritz sich gegen Hansen im Zweikampf durchsetzt, sich wirklich sehr gut behauptet und dann noch so einen tiefen Pass spielt. Klar, mit ein bisschen Glück dann auch noch, aber wirklich super laufig, denn von Freigang gleich in die Tiefe weg. Schönes Tor, wirklich. So, wieder ist die Anweisung von draußen zu hören. Gut so, das war für Paulina Krumbiegel gedacht, die da im Duett mit Leonie Meyer diese Situation entschärfen kann. Ja, ist ein wildes Spiel im Moment. Bisschen Ruhe. AV immer wieder. Also über die Außenverteidigerinnen, die ohnehin sehr hoch aufrücken, immer das Spiel breit machen. Das war jetzt die Ansage von Martina Voss-Tecklenburg. Kleine Unsauberkeit in der Ball an und Mitnahme und schon ist er weg. Foulspiel von Alex Popp an Guru Reiten. Kleine Diskussion hier zwischen der Bundestrainerin und ihrer Spielführerin, was die Raumaufteilung betrifft. Zentrum besetzen soll Alex Popp. Oh, Ballverlust Dahlmann gegen Hansen. Hansen gegen zwei. Marina Hegering. Die Jungen an die Hand nehmen, hatte sie gesagt. Sie natürlich als erfahrene Spielerin mit mittlerweile auch schon 31 Jahren eine der geforderten. Debritz! Außennetz. Ganz starker linker Fuß von Sarah Debritz. Sah fast so aus, als sei er noch abgefälscht, aber Schiedsrichterin hat das anders gesehen. Das ist Paulina Krumbiegel, Spielerin von Hoffenheim, in ihrem vierten Länderspiel. Sehr aktiv gewesen, auch am letzten Samstag gegen Australien. Hatte so zwei, drei technische Fehler drin, gute Chancen gehabt, nicht ganz optimal genutzt. Aber daraus kann sie lernen, daraus muss sie lernen. Dafür sind diese Spiele da. Hendrich nicht in den Zweikampf verwickeln in der letzten Linie. Leonie Meyer auch bei Arsenal nicht immer in der Stammformation in der Startelf. Pendelt da so ein bisschen zwischen Bank und Rasen. Klar, die Konkurrenz ist groß. Viele der großen Clubs in England verfügen über international erfahrene Spielerinnen. Da ist die Konkurrenz riesig. Hendrich. Hopp. Rückt rein. Krumbiegel. Dauert ein bisschen lang, bis sie den Ball unter Kontrolle bekommt in dem Moment. Situation vertan.
Baumann. Norwegen ja ebenso wie die deutsche Mannschaft nicht dabei bei den Olympischen Spielen in diesem Sommer. Die drei europäischen Vertreter heißen Großbritannien, Frankreich und die Niederlande. Zum zweiten Mal in der Geschichte haben die deutschen Fußballfrauen dieses Turnier verpasst. Und das diesmal als Olympiasieger, das ist natürlich besonders ärgerlich. Linda Dahlmann. Hendrich wird immer erst spät attackiert, hat erstmal viel Raum hier auf der rechten Seite. Sauber gelöst, die Situation. Ballgewinn Debritz, hintenrum über Hegering und Neuaufbau. Aber der Pass muss natürlich ein bisschen präziser kommen. Ja, und die Norwegerinnen gegen den Ball, so wie man sie kennt, mit eng aufeinander geschobenen Ketten. Zwei Spielerinnen, die vorne punktuell attackieren. Wie kann man so eng gestaffelte Ketten schön auseinanderziehen, Ari? Ja, entweder vorne durch gegenläufige Bewegungen, ja, dass die Spitze tief geht und dann in den Zwischenraum bespielt wird, wird auch immer wieder mal probiert, aber vor allem natürlich auch über außen. Norwegen macht das Zentrum eng und sie verschieben dann aber auch weit auf eine Seite rüber. Das heißt, wenn man einmal jetzt Kati Hendrich hier außen mitnimmt, mit einer schnellen Verlagerung ist auf der linken Seite alles frei. Und da haben wir über außen ja auch schon einige Torchancen uns erspielt. Und die Zwischenräume versucht immer Linda Dahlmann so ein bisschen zu beackern. Aber die sind natürlich eng, die bleiben eng. Ne? Die beiden Ketten sind wirklich sehr dicht aufeinander. Auf jeden Fall, ist sicherlich schwer zu bespielen, aber mit der technischen Fähigkeit von der deutschen Mannschaft, ob es jetzt eine Dahlmann ist, ob es auch eine Debritz ist oder wie sie alle heißen, also da kann man sich schon auch durchspielen. Und das ist zwei Mittel, mit denen es funktioniert. Aber jetzt so nach 26 Minuten eigentlich ganz gut, nach drei Toren, die wir hier schon erlebt haben, erstmal wieder ein bisschen Struktur reinzubringen. Ne? Auf jeden Fall. In Ruhe den Ballbesitz haben, Norwegen erstmal ins Laufen bringen und dann, wenn der Moment kommt, den eiskalt ausnutzen. Das hört sich wunderbar an. Wunderbar einfach, ist aber komplizierter. Wasmut. So, die frühen Tore in diesem Spiel. Hier das 1:0 für Norwegen. Durch Guru Reiten. Der Ausgleich dann Laura Freigang. Und die Führung von Linda Dahlmann. Gute Reaktion auf jeden Fall gezeigt, die deutsche Mannschaft nach dem frühen Rückstand. Das muss man auch erstmal sofort wieder aus den Köpfen kriegen und sich sortieren. Ist ihnen gut gelungen. Feldkampf. Hendrich. Wasmut. Toller Ball von Caro Hansen. Aber Ann-Kathrin Berger ist da. Passt auf,
und läuft Frieda Manum hier den entscheidenden Meter ab. Aber das sind genau diese Bälle, Ariane, die du vorhin angesprochen hast. Durch die Mitte, entweder als Chip oder flach und pfefferig gespielt. Wie kann man die besser verteidigen? Natürlich ist es dieser Tiefenlauf erstmal schwer dann zu verteidigen. Wichtig ist, dass der Pass dorthin unterbunden wird. Aber gegen eine Caro Hansen wirst du es nicht immer schaffen. Deshalb umso wichtiger, dass die Torhüterin Berger mitspielt und da dann wach ist, um die Kette dann auch unterstützen zu können. Ja, die langen Bälle kommen noch nicht an von Marina Hegering. Natürlich auch dieser Enge geschuldet, die da in der norwegischen Hälfte wartet. Ah, gerade noch rechtzeitig rausgerückt, Leonie Meyer gegen Caro Hansen. Gibt Eckball. So, Eckball Guru Reiten, der Torschützin, die im Übrigen auch schon gegen Belgien getroffen hatte, vergangenen Donnerstag beim 2:0-Sieg. Das war das erste Testspiel der Norwegerinnen innerhalb dieser Abstellungsperiode. Doris Dottir, die Innenverteidigerin, hochgewachsen mit dem Kopfball. Hat da viel Platz gehabt, müssen ein bisschen enger ranrücken. ...2017 bei der Europameisterschaft hat er die Norwegerinnen erstmals im Turnier betreut, Martin Sjögren, dann bei der Weltmeisterschaft aus im Viertelfinale gegen die Engländerinnen. Also genauso weit gekommen wie die deutsche Mannschaft, deren aus im Viertelfinale gegen die Schwedinnen. Alex Popp. Debritz. Meyer. Krumbiegel. Finden die Lücke in den Strafraum nicht. Passwege gut zugestellt von den Norwegerinnen. Jetzt der lange Ball auf Laura Freigang wieder. Die immer im richtigen Moment dort ins Zentrum zieht. Hat ja 2 Jahre in den USA Fußball gespielt, College-Fußball nebenbei studiert, Psychologie. Laura Freigang, 23 Jahre alt, Eintracht Frankfurt. Abseits. Deutlich. Gute Absprache zwischen Toris Dottir und Fiskastrand. Manum. Und rechts ist wieder viel, viel Platz. Hansen jetzt. Lässt da Wasmut aussteigen. Oh, Caro Hansen macht da, was sie will über den rechten Flügel. Also das ist schon ein gutes Zeichen, dass da jetzt auch mit Tabea Wasmut eine rechte Offensive mit nach hinten links rüber rückt.
Das ist schwer zu verteidigen, Ariane. Ne? Da brauchen Sie jede Menge Unterstützung, da die Leonie Meyer und die Paulina Krumbiegel. Auf jeden Fall. Gerade eine Caro Hansen ist natürlich schön, wenn man da ins Doppeln kommt. Wobei man jetzt gerade sagen muss, da hat Wasmut mal vorgeführt bekommen, wie Zweikampfverhalten defensiv nicht aussehen sollte. Da hat sie keine gute Figur gemacht. Ja, hat keinen Zugriff gefunden. Absolut. Abgekocht, sagt man da, glaube ich, oder? Definitiv, ja. Also natürlich auch für Martin Sjögren, für die Norwegerinnen hier ein idealer Test zu diesem Zeitpunkt. In einem Jahr, wo es für beide Mannschaften, ich habe es erwähnt, kein Turnier gibt, auf diesem Level testen zu können in Phasen, die wirklich kompliziert sind, durch die Pandemie natürlich noch mal ausgelöst. Das ist schon wertvoll. Auch im Sommer wird es kompliziert werden. Im Juni gibt es wieder Abstellungsperioden. Dort Gegner zu finden, um das Reisen einigermaßen im Zaum zu halten. USA-Reise der deutschen Mannschaft jedenfalls schon abgesagt. Man überlegt sich Alternativen. Denn beide Mannschaften ja im nächsten Jahr bei der Europameisterschaft in England mit dabei. Da haben sich alle großen Nationen, alle europäischen Nationen, die einen Namen haben, recht einfach, will ich es nicht nennen, aber recht unkompliziert qualifiziert. Norwegerinnen mit 6 Siegen. Einer makellosen Bilanz, denn 2 Spiele sind aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Deutsche Mannschaft bekanntlich mit 8 Siegen durchmarschiert. Und einem Torverhältnis von 46:1. Das einzige Gegentor hat übrigens Ann-Kathrin Berger kassiert, die heute hier im Tor steht und im Moment hinter Merle Froms eher die Nummer 2 ist. Aber da war sie völlig schuldlos. Das war ein Elfmeter in Irland. So, jetzt eine Situation. Die deutsche Mannschaft kollektiv nachschiebt. Dauert aber einen Moment. Zu lang. Schon wieder die Norwegerinnen mit Reiten. Hegering muss aufpassen, denn Utland läuft dort an, die noch nicht so wahnsinnig viele Aktionen dort in der Sturmmitte hatte, die aber natürlich immer Gegenspielerinnen bindet und damit für Hansen und für Guro Reiten Räume schafft. Hendrich. Krumbiegel jetzt hier auf der rechten Seite. Also das sieht so aus, als habe die Bundestrainerin dort komplett umgestellt. Also Krumbiegel und Wasmut die Seiten tauschen lassen. In der Annahme, dass vielleicht Wasmut dort tatkräftiger der Leonie Meyer Unterstützung leisten kann in der Rückwärtsbewegung. Das haben wir mal im Auge. So, Freistoß Debritz. Den hat Manum ins eigene Tor aus befördert. Eckball Deutschland. Also da wechseln sich ganz offensichtlich Debritz und Dahlmann immer ab.
mit den Hereingaben. Kurze Variante, Debrez jetzt. Und Hansen bekommt den Freistoß, arbeitet dort hinten fast an der eigenen Eckfahne. Keine gute Eckballvariante gerade im Moment, Ariane. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass sie wirklich mutig das 2 gegen 1 auch ausspielen, vorne bleiben und nicht unbedingt jetzt über Feldkamm hintenrum auflösen. Aber okay, wir wollen ja auch noch Verbesserungspotenzial sehen. Absolut. Er macht das sehr souverän dort hinten in der Verteidigung, Maria Touristotir. Das ist schon eine Persönlichkeit dort. Da haben wir Mirjam Berle, die neue Mediendirektorin, Direktorin für Öffentlichkeit und Fans, heißt es ganz genau. Ja, seit Herbst im vergangenen Jahr beim DFB. Der erste Schritt in die Otto-Fleck-Schneise war der Sprung ins Haifischbecken und der zweite wahrscheinlich gleich rein in den Löwenkäfig. Mitten reingeraten in die Machtkämpfe an oberster Spitze beim Deutschen Fußballbund. Keine leichte Aufgabe für jemand, die dort eine moderne Führungskultur angestrebt hat. Schwierige Phase. Ich glaube, die Norwegerinnen hinten, Ariane, haben sich mittlerweile auch ganz gut auf Laura Freigang eingestellt. Die hat da kaum einen Meter Platz bei Ballannahmen. Ne? Absolut, diese körperliche Präsenz, das weiß man ja von skandinavischen Mannschaften, die ist einfach da und viel Raum hat sie nicht. Freigang vor allem dann immer gefährlich, wenn nach hinten ein bisschen Platz ist und sie diese tiefen Läufe ansetzen kann. Da hat sie die besten Aktionen. Aber ist natürlich auch für Sie, für die junge Spielerin hier heute ein toller Test. Denn darauf wird es ankommen bei Turnieren, sich in solchen Situationen dann auch durchzusetzen und zu zeigen, dass man eine Stürmerin von internationalem Format ist. Auf jeden Fall. Und sie ist ja nun wirklich auch keine Schlechte darin, den Ball auch mal zu behaupten. Also sie kann man auch mal vor der Kette anspielen, dass sie den Körper einsetzt. Ist natürlich ein Prüfstand heute, gerade gegen eine Touristotter, die körperlich da ein bisschen was auffährt. Und da muss sie sich gegen wehren. Aber wirklich guter Test für sie heute. Debrez. Deutsche Kader ja mittlerweile auf 20 Spielerinnen ausgedünnt. Nach dem zunächst positiven Corona-Test von Felicitas Rauch mussten ja die 3 Kontaktpersonen aus Wolfsburg alle mit abreisen. Die Bundestrainerin hat darauf verzichtet, Spielerinnen nachzunominieren, weil man sich ja in dieser Blase befindet. Das hätte nur Umstände gebracht. So hat sie das mit den Clubverantwortlichen abgesprochen, gesagt, okay, die Belastung wird dann bei einigen Spielerinnen doch ein bisschen größer sein als angedacht. Aber da gehen alle mit, zumal die Gesundheitswerte hier bei allen komplett positiv sind. Also gute Werte, alle fit, alle gut gearbeitet, keine Spielerinnen angeschlagen, keine klagt über Müdigkeit. Das ist alles sehr behutsam gewählt und in Absprache mit den Vereinsverantwortlichen so entschieden worden. Ja, Caro Hansen ist da manchmal nur regelwidrig zu stoppen, wie hier von Marina Hegering. Interessante Freistoßposition. Reiten und Hansen
wundern Sie sich nicht über den Schriftzug auf Ihrem Trikot. Caroline Graham Hansen, aber in den Frauenfußballkreisen heißt sie nur Caro Hansen. Krummbiegel mit einer krummen Aktion. Ja, zu überhastet hier von Hendrich. Sowas kann schief gehen. Sauber gelöst auf dem zweiten Bildungsweg. Dallmann. Pop. Hendrich. Mit Wasmut, die wieder auf die rechte Seite rüber rotiert ist. Also das nur punktuell, wie wir das so oft erleben bei der deutschen Mannschaft. So, jetzt ein kleines Pläuschchen da gerade eben von Sarah Däbritz mit Kathi Hendrich. Ob das die Variante dieser Ecke betrifft, werden wir gleich sehen. Und sie flüstert die Idee gleich weiter zu Tabea Wasmut. Da sind wir jetzt ganz gespannt, was dabei rauskommt. Däbritz. Ja, relativ einfach, kann man sagen. Alex Popp mit ihrer unbestritten wahnsinnigen Kopfballstärke hat sich da den Weg gebahnt und ist dann in dem Moment natürlich auch gar nicht zu verteidigen. Hat nicht viel gefehlt. Alexandra Popp in ihrem 111. Länderspiel zieht damit gleich mit der Bundestrainerin, mit der jetzigen und, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit der ehemaligen. Auch Silvia Neid hat meines Wissens 111 Länderspiele. 53 Tore hat Alex Popp erzielt. Auch eine sehr, sehr beachtliche Quote. Zumal sie ja auch häufig wie heute im Mittelfeld aufläuft. So, das war's. Erste Halbzeit. Extrem kurzweilig. Viel passiert. Alle bereit. Zweite Halbzeit. Deutschland hat zweimal gewechselt. Jule Brandt, die mit dem wunderbaren Debüt am vergangenen Samstag ist ins Spiel gekommen und wird auf der rechten Außenverteidigerposition Kathi Hendrich ersetzen. Ganz andere Position als am vergangenen Samstag. Und Sarah Däbritz ist auch raus, für sie Sjoke Nüsken im Mittelfeld. So, die Norwegerinnen offenbar unverändert in dieser zweiten Halbzeit. Zu Beginn dieser zweiten Halbzeit kein Wechsel für uns hier oben erkennbar. Pop. Langer Ball dafür. Wasmut, Dallmann. Und Nüsken führt sich hier gut ein. Spielerin von Eintracht Frankfurt. Ihr Debüt im Februar gegen Belgien gegeben. Dann Startelf gespielt vergangenen Samstag. Tor zum 1:0 erzielt. Sjoke Nüsken. 20 Jahre erst alt. Also noch mal deutlich verjüngt jetzt hier die deutsche Elf. Pop. Eine Korrektur bin ich Ihnen noch schuldig. Ich habe Frankreich ins olympische Turnier gesprochen. Das ist natürlich falsch. Die Schwedinnen, die deutsche Mannschaft aus dem WM-Turnier katapultiert hat, sind mit dabei in Tokio. Gut gemacht an Katrin Berger. Ist da, wo sie sein muss. Ah,
Norwegerinnen jetzt im frühen Pressing unterwegs. Alle Spielerinnen in der deutschen Hälfte, alle Feldspielerinnen. Pop. Die hat jetzt Platz. Kann das Ganze sortieren und ordnen. Meier. Ah, sehr steil gespielt für Krumbiegel. Zu steil in dem Moment. Dallmann. Ja, gute Idee, Jule, schreit Martina Voss-Tecklenburg rein. Mutig versucht da in die Spitze eine Anspielstation zu finden. Es ist die junge Hoffenheimerin, die jüngste im Kader der deutschen Mannschaft, 18 Jahre erst alt. Gleich mit einem Tor als Joker, einem Assist und einem Lattentreffer vergangenen Samstag. Also ein perfektes Debüt. Mut. Oh, Fehlpass von Fiskastrand. Pop. Deutsche Mannschaft gewinnt jetzt hier die zweiten Bälle. Meier. Also zweite Hälfte beginnt für beide Mannschaften ziemlich stressig, Ariane. Denn beide Teams schieben sehr hoch raus jetzt. Und versuchen schon früh in des Gegners Hälfte zu attackieren. Wie kann man sich daraus spielerisch befreien? Ja, das hat die deutsche Mannschaft ein paar Mal schon gut vorgemacht. Jetzt rollt allerdings gerade der nächste Angriff von Norwegen. Schauen wir hin. Aber gut abgearbeitet. Ja, Norwegen ein bisschen früher am Attackieren, allerdings auch nicht geschlossen, muss man sagen. Häufig Uetland und Hansen, die vorne draufgehen und dann klafft dann doch eine Lücke, sodass die deutsche Mannschaft sich da schon auch noch rausspielen konnte, nur die letzte Präzision gefehlt hat. Also das Angriffspressing der Norwegerin versetzt mich jetzt noch nicht zu sehr ins Schrecken, muss ich sagen. Dein Wort in unseren Ohren. Caro Hansen. Berger, hohe Bälle da. Hat sie kaum Schwächen, das macht sie sehr, sehr souverän. Ist ja auch recht lang gewachsen, 1,80. Aber hat ihre Vorzüge unter anderem in der Strafraumbeherrschung sehr sicher bei diesen Bällen. Gutes Auge da von Hegering, wusste genau im richtigen Moment sich zu lösen und diesen Flankenball für Uetland abzufangen. Beide Wechsel waren sehr positionsgetreu, deutsche Mannschaft in der gleichen Grundformation unterwegs. Geben sich keinen Meter Raum da, Laura Freigang.
gegen Tuva Hansen. Und das sind die Situationen, Ariane, die du vorhin auch beschrieben hast. Ne? Freigang ist eine Type, die auch dem Ball entgegenkommt, sich sehr fallen lässt, Bälle an- und mitnehmen kann, mit dem Rücken zum Tor. Aber hier war sie natürlich jetzt extrem bedrängt. Ja, war fast griechisch-römischer Zweikampf. Hoffe, dass sich jetzt aber nicht schwerer verletzt hat, sondern gleich wieder aufsteht und weiterspielen kann. Ja, aber auch eine Spielerin, wie gesagt, die sich auch im Bedrängnis lösen kann oder auch sich behaupten kann. Jetzt eben ist es ihr leider nicht so gut gelungen. Besorgter Blick der Bundestrainerin. Nee, der Daumen geht rauf, geht weiter. Dr. Uli Schmieden, der war schon zu deiner Zeit da, Ariane, ne? Absolut, er war auch mein Arzt meines Vertrauens, ja. Medizinische Koryphäe hier beim Frauenfußball. So, also Freigang jetzt an der Seitenlinie noch außerhalb des Platzes. Und jetzt darf sie rein, Schiedsrichterin winkt. Also das war mal elegant gelöst da, ne? Vorm eigenen 16er, Fuß über Ball rausziehen und spielerisch befreit. Klasse gemacht von Sjoke Nüsken. Aber Ariane, ich würde gerne noch mal darauf eingehen, was der DFB-Präsident gerade in der Halbzeit gesagt hat. Wir sprechen immer von dieser Professionalisierung. Du bist Co-Trainerin bei Wolfsburg, noch jedenfalls. Schauen wir drauf. Marina Hegering macht das vernünftig. Was genau sind die Punkte? Was konkret muss es noch an Verbesserung geben, damit die Spielerinnen sagen, wir werden respektiert, so wie es Almut Schuld eben angedeutet hat, und wir werden professionell begleitet? Ja, die Grundvoraussetzungen müssen einfach verbessert werden. Ja, es ist einfach für die erste Liga in Deutschland nicht tragbar, dass ein Großteil der Spielerinnen mindestens halbtags noch arbeiten gehen müssen, einige sogar volltags. Das sind keine professionellen Bedingungen, unter denen sie dann trainieren können und auch volle Leistung bringen können. Und da sind noch so einige Schritte zu tun. Allerdings DFB-Liga-Vereine, da sind alle gefordert. Noch mal kurz abwarten. Nee, souverän gelöst von Meier. Also da sind alle gefordert. Da muss man jetzt keine Schuldzuweisung starten, sondern alle müssen gemeinsam am Strang ziehen und den Frauenfußball auch noch besser vermarkten, besser ins Licht drücken. Und da ist noch sehr viel Luft nach oben. Das hat ja auch niemand getan, Schuldzuweisung. Ich fand die Aussage von Almut Schuld total treffend. Völlig egal, wer es macht. Hauptsache, es macht mal irgendjemand. Man hat schon so ein bisschen den Eindruck, also wenn ich die letzten 10 Jahre mal Revue passieren lasse, dass immer viel davon gesprochen wird, aber mir fehlen die sichtbaren Veränderungen tatsächlich auch. Auf jeden Fall, das unterschreibe ich auch. Schuldzuweisung meine ich in dem Sinne, wenn ein Rummenigge sich jetzt äußert, dass es da neue Strukturen geben muss, eventuell die Liga ausgespart werden muss, eventuell sich der DFL mit anschließt, also welcher Weg da der richtige ist, weiß ich auch nicht, aber wie gesagt, wichtig, dass alle an einem Strang ziehen. Jetzt gehört ja Wolfsburg neben den Bayern sicherlich zu den Vereinen, die zumindest was Stadion, Trainingsmöglichkeiten betrifft, eher vorbildlich sind. Aber es gibt auch andere Vereine. Ne? Ich glaube, da gibt es nicht mal feste Trainingsplätze. Und die Stadien sind auch nicht unbedingt TV-tauglich. Da ist noch viel zu tun. Absolut, da ist einfach noch Nachholbedarf. Sicherlich bei uns beim VfL Wolfsburg können wir uns nicht beschweren. Aber auch wir haben Dinge, die wir gerne optimieren wollen. Da ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Aber konkret was? Oh, es wäre auch nicht schlecht, dauerhaft auch auf Rasenheizung irgendwie trainieren zu können. Wobei wir da wirklich echt, echt gut sind. Aber man fordert natürlich immer mehr ein, als man dann hat. Und wenn man satt ist, dann kann man sich nicht mehr weiterentwickeln. Wir bleiben dran, auf jeden Fall. Haben gerade gesehen, dass die Norwegerinnen auch gleich wechseln werden. Erstmal die Ecke von Caro Hansen. Die ist gefährlich geworden. Da war Bore Rissa dran. Hier vorne, kurzer Pfosten, hat sich schön rausgelöst.
Da musste plötzlich Alex Popp gegen zwei Norwegerinnen bestehen. Und dann war es noch der Kopf, ich glaube, von Jule Brandt oder Tabea Wasmuth war es. Ausgelöst. Nüsken. Ja, das war die Idee mit der Verlagerung, Ariane. Ne? War nur nicht präzise genug. Das wäre es gewesen. Absolut. Ich denke auch weiterhin, das Mittel der Wahl sind schnelle Spielverlagerungen. So, die angesprochenen Wechsel. Elisabeth Terland und Karina Sevek von Wolfsburg wird kommen. Uetland, die wirklich nicht viele Ballaktionen hatte. Und Hansen gehen raus. Hansen sicherlich, ich habe es erwähnt, eingangs war leicht angeschlagen. Da will man kein Risiko eingehen, auch im Sinne des FC Barcelona. Ja, Ari, was kannst du uns zu Karina Sevek sagen? Bei der WM habe ich sie sehr offensiv erlebt, aber als Einwechselspielerin bei Wolfsburg. Welche Rolle spielt sie da? Genau, ist eine Offensivspielerin, die man auf allen Positionen einsetzen kann, die vorne Sturmspitze spielen kann, sieht im Moment auch gerade so aus, als würde sie direkt von Uetland die übernehmen, kann auf der 10 spielen, kann aber auch über rechts oder links kommen, hat ein gutes Tempo, hat eine wirklich sehr feine Technik im Durchsetzungsvermögen, da denke ich, hat sie noch Kapazitäten nach oben. Oh. Für einen Moment die Orientierung verloren, aber bereinigt. Krumbiegel. Nüsken. Gleich gedoppelt und jetzt die Möglichkeit des Umschaltens. Da haben wir sie, die Wolfsburgerin. Musste warten, war kaum jemand nachgerückt. Tabea Wasmuth, so ist die deutsche Mannschaft im Ballbesitz geblieben. Tja, Alex Popp, die kann austeilen und einstecken. Das ist bekannt. So, die nächsten deutschen Spielerinnenwechsel. Marina Hegering scheint rauszugehen. Dallmann auf jeden Fall. Magul sehe ich, ist gekommen. Sophia Kleinherne hier mit der 2. Verteidigerin. Und Lea Schüller. Wasmuth geht raus. Also wir schauen mal, wie sich das hier sortiert. Also Sophia Kleinherne übernimmt die Innenverteidigerposition von Hegering und das ist Krumbiegel und das ist das Tor zum 3:1. Da hat sich aber ganz plötzlich eine Lücke aufgetan. Paulina Krumbiegel nutzt sie wirklich kaltschnäuzig. Ihr zweites Länderspieltor, das wird ihr Auftrieb geben, das wird ihr gut tun, nachdem sie gegen Australien noch so an der ein oder anderen Aktion verzweifelt war. Ja, man muss etwas sagen, die Vorbereitung von Jule Brandt, super. Jetzt schneiden wir ein bisschen zu spät rein, wie sie das Tempo-Dribbling ansetzt und von der Außenverteidigerposition setzt sich gegen die Gegenspielerin durch und dann einfach der perfekte Pass im richtigen Zeitpunkt und Krumbiegel muss sie nur noch einsetzen.
Absolut. Wunderbar hier im Rücken der Abwehr durchgespielt. Diagonal. Klasse Laufweg auch von Krumbiegel. Also ein toll herausgespieltes Tor. Sehr stark. Deutschland führt 3-1. So, also auch die beiden anderen haben positionsgetreu, haben sich hier eingefügt. Lea Schüller kommt über die rechte Außenbahn und Magul jetzt auf der Zehnerposition. Pop. Ah, der ist hier über den Spann gerutscht. Sechs Wechsel sind, wie das üblich ist bei Testspielen und Freundschaftsspielen, vereinbart. Die deutsche Mannschaft hat jetzt fünfmal schon getauscht. Also sehr couragierter Auftritt, nicht nur wegen ihres Tores, Paulina Krumbiegel. Reingefuchst, reingearbeitet. Zu Beginn musste sie viel, viel nach hinten mitarbeiten, um Leonie Meyer zu unterstützen. Jetzt hat sie auch sehr starke Offensivaktionen mittlerweile gezeigt. Die 20-jährige Hoffenheimerin. Ist ja ohnehin ein Merkmal ihrer Spielart, mutig und frech ins 1-1 zu sein. Versuchen unbekümmert diese Situation zu lösen. Und da muss man dann auch mal damit leben, mal in einem Dribbling hängen zu bleiben oder eben einen technischen Fehler zu machen, wenn man dieses Risiko geht. Diese Spielertypen und Typinnen sind gefordert im deutschen Fußball. Ariane, du kennst Martina Voss-Tecklenburg natürlich auch gut. Ist das dann auch jemand, die im Training sagt, komm, probier es immer wieder und natürlich bleibst du auch mal hängen oder dir unterläuft ein Fehler, aber wir brauchen das, wenn man mutig ins 1-1 geht. Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne Fossi natürlich eher als Mitspielerin als und als Trainerin. So alt bin ich ja dann auch schon. Aber natürlich werden die Spielerinnen da ermutigt und aufgefordert, vorzugsweise in der gegnerischen Hälfte des 1 gegen 1 zu suchen und sich durchzusetzen. Und die junge Mannschaft, die wird Fehler machen, aber die müssen sie auch machen, um daraus lernen zu können. Aber ganz wichtig, dass sie immer wieder nach vorne gepeitscht werden. Übrigens hat uns Martina Voss-Tecklenburg auch beruhigt, dass wir die Situation wie im Männerfußball, dass man jetzt schon sich Sorge machen muss, was da nachwächst, weil es schwächere Jahrgänge gibt. Stefan Kunz und auch Oliver Bierhoff warnen plötzlich immer wieder vor der Zukunft, dass es das im Frauenfußball tatsächlich nicht gibt. Da sind die jungen Spielerinnen auf gutem Niveau. Der Austausch zwischen der A-Nationalmannschaft und den U-Mannschaften ist sehr, sehr eng. Man beobachtet die Spielerinnen über einen langen Zeitraum, schaut, wer ist schon so weit, dann vielleicht bei den Großen mitspielen zu können oder Erfahrungen zu sammeln. Also da droht offensichtlich keine Misere. Kannst du das bestätigen? Ja, soweit ich das aus der Ferne mitbekomme, auf jeden Fall. Da sind wirklich viele sehr gute Talente unterwegs. Natürlich muss man jetzt einfach abwarten. Corona betrifft alle Bereiche, im Juniorenbereich. Ruhte der Ball viel zu lange. Die zweite Liga konnte jetzt auch erst wieder starten, wo viele U20, U19 Spielerinnen auch unterwegs sind. Und was das am Ende für Auswirkungen hat, das kann man jetzt noch gar nicht abschätzen. Aber insgesamt, glaube ich, muss man sich um den deutschen Fußball keine Sorgen machen. Da sind wir international doch immer noch sehr konkurrenzfähig. Klar, die Pandemie hat natürlich allem irgendwie ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und logisch, da wo nicht gespielt werden kann, das ist schon eine lange Pause, gar keine Frage. Ja? Magul, fantastische Fußballerin, kann alles mit dem Ball. Krumbiegel. Schüller.
Auch sie immer noch mit einer sehr beachtlichen Torquote. 26 Länderspiele bislang absolviert, 13 Tore. Also in jedem zweiten netzt sie ein. Das ist großartig. Abseitssituation, Freigang. Fahne früh oben. Gut beobachtet. Ja, man merkt bei den Norwegerinnen schon, dass Caro Hansen nicht mehr dabei ist. Ne, da geht nach vorne im Moment wenig. Bietet sich kaum jemand an und kann natürlich auch nicht diese Sprints anziehen und mehrere deutsche Spielerinnen damit beschäftigen. Das könnte ein kleiner Bruch jetzt hier im norwegischen Spiel sein, oder Ariane? Ja, natürlich. Eine Caro Hansen nicht auf dem Platz zu haben, das tut jeder Mannschaft weh. Oh, ja. Wird doch nichts draus. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die deutsche Mannschaft das jetzt in der Verteidigung auch besser macht. Es wird besser nach hinten gedoppelt, es wird der Zweikampf besser aufgenommen. Und sie geben den Norwegerinnen auch deutlich weniger Räume, als es noch in der ersten Halbzeit der Fall war. Wobei sie jetzt auch nicht da jetzt defensiv schlecht waren, aber es einfach noch mal in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser machen. Also durchaus Korrekturen in der Halbzeitpause von den Verantwortlichen sind angekommen offensichtlich. Sich Martina Voss-Tecklenburg gerade mit einem ihrer Co-Trainer, mit Patrick Kolligenmund, ausgetauscht. Einmal wechseln wäre noch möglich. Das ist Jule Brandt, U17-Europameisterin übrigens gewesen, 2019. Bringt viel Tempo mit. Das ist immer schon eine sehr gute Referenz für den modernen, international anspruchsvollen Fußball. Manum. Und Schüller. Gewinnen mehr Bälle jetzt im Mittelfeld, die deutschen Spielerinnen. Krumbiegel. Ja, Feldkamp jetzt auf die rechte, die linke Innenverteidigerposition gerückt. Sophia Kleinherne hier im Bild haben wir auf der rechten Seite. Ihr Debüt in der Nationalmannschaft im Wembley-Stadion gegeben. Bei dem Test 2019 war es, muss man gerade überlegen. Dieses Corona-Jahr ist an einem Jahr fast vorbeigeflogen, dieses erste jedenfalls. Sehr stark von Pop noch abgelaufen. Also da hat Herland zu lange gezögert, da war mehr drin in dieser Situation. Das hätte Caro Hansen anders gelöst, da bin ich mir sicher. Gut gemacht von Schüller, auf engstem Raum befreit. Ah, Zentimeter im Abseits. Gute Idee von Magul, da Laura Freigang auf die Reise zu schicken. Und auch Norwegen wechselt jetzt gleich nochmal. Ach, ist in dieser Situation schwer zu erkennen, aber wenn man sich da an den Rasenlinien orientiert, glaube ich, war es eine leichte Abseitsstellung. So, das ist Emily Horvey bei der WM in dem ein oder anderen Spiel eingesetzt gewesen, bevor sie sich dann einen Kreuzbandriss zugezogen hat und nach Hause reisen musste. Spielstarke, technisch gute Offensivspielerin, kommt meist über außen.
Und Boerisa ist jetzt rausgegangen. Horvi definitiv offensiver orientiert. Guter Ball auf Sevic. Ein Tick zu steil, aber das war wieder so ein klassischer Schnittstellenpass. Aber dieses Risiko geht eine aufgerückte Abwehr. Und Ann-Kathrin Berger hatte das antizipiert, war da. Stark. Magul. Schüller gegen Torres Dottere. Holt einen Einwurf raus. Hat sie abgeräumt. Zirkenüsken gegen Rohreiten. War übrigens beim ersten Lehrgang unter Martina Voss-Tecklenburg in Marbella bei der ersten längeren Trainingseinheit mit dabei, Zirkenüsken. Dann lange nicht, hatte sich im letzten Jahr dann das Außenband gerissen, aber wieder rangekämpft. Auch erst 20 Jahre alt. Bis sie 11 war übrigens, war sie Tennisspielerin, ambitionierte Tennisspielerin, beste ihres Jahrgangs. Also, sie kann mit Bällen umgehen, jeglicher Art. Zirkenüsken. Magul. Wieder Lina Magul vom FC Bayern. Stehen im Halbfinale der Champions League, treffen dort auf Chelsea. Aber das Pokalfinale haben den Bayern die Wolfsburger vermisst in diesem Jahr noch. Bayern ja immer noch verlustpunktfrei Tabellenführer, also starke Saison gespielt. Dann erst im 27. Pflichtspiel, das war dieses Pokalhalbfinale gegen Wolfsburg, die erste Saisonniederlage kassiert. Pokal kann Wolfsburg, ne? Ariane? Ja, Pokal kann Wolfsburg und Pokal kann ich auch. ja, aber man muss schon sagen, Bayern spielt eine wirklich sehr, sehr gute Saison bisher in der Meisterschaft. Wir geben die Hoffnung noch nicht auf, dass sie doch noch mal straucheln, aber bisher ist es schon sehr beeindruckend. Ja, und der VfL, das ist ja hinlänglich bekannt, hat auch so langsam jetzt so einen Umbruch eingeleitet. Ne? Wird da viel, viel verjüngen, Personal wechseln, die nächste quasi Ära einläuten sozusagen. Kann man das so sagen? Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke, das ist die richtige Wortwahl. Ja, es wird viele Veränderungen geben, ob es jetzt im Staff-Team ist. Und natürlich auch das Gesicht der Mannschaft wird sich deutlich verändern. Und da muss man auch ein bisschen Zeit geben, dass sich das wieder neu findet und entwickelt. Aber Wolfsburg wird auch in der nächsten Zeit weiterhin zu einer Top-Adresse im Frauenfußball in Deutschland gehören. Da bin ich ziemlich sicher. Da hat man sehr professionell in den letzten Jahren gearbeitet. Viele, viele Erfolge errungen, wirklich sich zu einem absolut internationalen Spitzenteam entwickelt. Aber es bleibt halt in der Frauenbundesliga ja noch ein Fall für zwei im Moment. Ne? So richtig viele Vereine spielen da nicht um den Titel. In den letzten Jahren waren es immer nur Wolfsburg und die Bayern. So wie einst zu deinen Zeiten Potsdam und Frankfurt. Ne, Ariane? Das war auch ein schöner Zweikampf.
Ja, die Namen haben sich geändert, die Anzahl der Mannschaften nicht. Ja, man hofft natürlich auf Vereine wie Hoffenheim oder große Hoffnungen haben auch in der Eintracht jetzt gesteckt. Die erste Saison läuft nicht gerade so zufriedenstellend, würde ich mal bezeichnen. Aber ja, man hofft einfach, dass andere Vereine danach ziehen können und dass es nicht mehr beim Zweikampf bleibt. Ich sehe es aber Freigang. In naher Zukunft nicht. Wir werden das im Blick haben auf jeden Fall. Guter Ballgewinn war das gerade eben von Lea Schüler gegen Torres Dotter. Pop. Also deutsche Mannschaft jetzt in der zweiten Halbzeit klar bestimmend, klar dominierend. Geben den Rhythmus vor. Norwegerinnen nur noch mit seltenen Möglichkeiten der Entlastung. Also da liegt eher ein viertes als ein zweites Tor auf der anderen Seite in der Luft, oder? Ari? Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite bleibt Norwegen trotzdem weiterhin gefährlich mit schnellen Umschaltmomenten. Das heißt, die Mannschaft muss hell wach bleiben, immer wieder gut ins Gegenpressing gehen. Jetzt hier auch gleich wieder Druck machen, dass Norwegen gar nicht sofort in die Tiefe spielen kann. Macht die deutsche Mannschaft wirklich sehr gut in der zweiten Halbzeit bis jetzt. Sieht die Bundestrainerin ähnlich. Gut gemacht, reingerufen. Das sind ja die Anweisungen, die man jetzt in der Zeit, in der keine Zuschauer zugelassen sind, so herrlich über die Außenmikrofone mitverfolgen kann. Oh, jetzt hat Guru Reiten noch mal das Signal gesetzt, vorne zu attackieren. Alle aufgerückt. Aber das ist nicht aggressiv genug, nicht konsequent genug. Das wird die deutsche Mannschaft so lösen können. Nüsken mit Pop. Krumbiegel im Übrigen jetzt in der zweiten Halbzeit viel häufiger auch mal durchs Zentrum kommend. Kaum sage ich's, ist ihr Arbeitstag beendet. Tor zum 3:1. Sie ist glücklich, sie sieht zufrieden aus, das kann sie auch sein. Hier sehen wir es nochmal, 62. Minute. 3:1 durch Paulina Krumbiegel und gekommen ist jetzt Sandra Stärke. 27-jährige Freiburgerin, viertes Länderspiel für sie. Debüt im Oktober 2019 in Griechenland gegeben, dort eingewechselt worden und auch sofort getroffen. Und wenn wir schon beim Umbruch in Wolfsburg sind, Ariane, Sandra Stärke wechselt von Freiburg zu Wolfsburg. Macht auch den nächsten Schritt, hä? Das ist korrekt, genau. Die will sich auch noch mal anderweitig fordern und fördern. Und bin gespannt, wie dann ihre Entwicklung weitergehen wird. Aha, das hat Martina Voss-Tecklenburg ja auch immer wieder betont. Auch Spielerinnen wie Lea Schüller, die wir gerade gesehen haben, oder sogar Marina Hegering, eine erfahrene Spielerin, haben durch ihre Wechsel zu Spitzenvereinen noch mal einen Schritt nach vorn gemacht. Ganz klar, die Konkurrenz ist größer, das Trainingsniveau täglich ist größer. Das sind wichtige Karriereschritte in der Leistungsoptimierung noch mal. Oh, der war knapp, Lea Schüller. War ein bisschen Ping-Pong jetzt gerade. Zweite Bälle aufs Tor. Ein wenig unkontrolliert, aber immerhin. Gute Gelegenheit. Leonie Meyer
Wird also hier zwei Spiele 90 Minuten gehen. Aber ich hatte es auch schon angesprochen, im Verein nicht immer gefordert. Von daher hat sie die physischen Voraussetzungen, hier in dieser Phase der Saison das zu tun. Magul geht durch. Zwingt zur Ungenauigkeit. Nüskin. Und jetzt die Möglichkeit des Gegenangriffs. Orvi. War da eingewechselt. Hat das Tempo gut aufgenommen, aber der Pass war zu unpräzise. Wenn sie denn da vorne tatsächlich Selvig auch gesucht hat. Aber bleibt im Spiel. Feldkamp bereitet dem Ganzen ein Ende. Magul hat das Selbstbewusstsein, da im eigenen 16er sich so herauszuspielen. Und die technischen Fähigkeiten sowieso. Bisschen unglücklich hier in dieser Aktion, Lea Schüller. Die im Übrigen hier in diesem Stadion ihr Debüt gefeiert hat. Ihr Nationalmannschaftsdebüt. Gegen Island war das 2017 beim 2:3, als die Qualifikation noch mal ins Trudeln geraten ist. Hat dabei immerhin ein Tor gemacht, aber die deutsche Mannschaft hatte erstmals in ihrer Geschichte ein Qualifikationsheimspiel verloren. Damals noch unter Steffi Jones. Heikle Phase war das. Starke. Ah, jetzt versuchen sie, die Norwegerinnen noch mal rauszuziehen aus ihrem zementierten Deckungsverbund dort hinten, um Räume zu gewinnen. Keine Abseitssituation. Gut gegengepresst, Ballgewinn. Und Jule Brandt verteilt die Bälle dort. Also sie ist eigentlich mehr Außenstürmerin als Außenverteidigerin, weil sie hinten kaum gefordert ist. Auch er wird seine Erkenntnisse hier gesammelt haben. Und irgendwie als neutrale Beobachterin muss ich ja bei Norwegen immer irgendwie noch mal an Ada Hegerberg denken. Eine so fantastische Spielerin, die seit fast 4 Jahren mittlerweile nicht mehr für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist, hat sich mit dem Verband gestritten. Es ging da um viele, viele kleine Punkte. Immerhin mal Ballon d'Or-Siegerin gewesen. Eigentlich schade, dass eine so fantastische Fußballerin nicht auf der internationalen Bühne mehr, zumindest fürs Nationalteam, aufläuft. Bedauerlich. Ja, Ariane, die letzten 4 Minuten hier regulärer Spielzeit laufen. Lass uns mal ein kleines Resümee ziehen. Wenn wir da hinten gerade schon Ann-Kathrin Berger gesehen haben, nicht wahnsinnig geprüft, aber alles das, was sie da zu tun hat, hat sie souverän gemeistert, aus meiner Sicht. Beruhigend zu wissen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist aber auch typisch Deutschland. Auf der Torhüterposition müssen wir uns selten Sorgen machen. Bei dem Gegentreffer kann sie nichts machen. Ansonsten gute Strafraumbeherrschung ist bei den Flankenbällen, Eckbällen mit rausgekommen. Und vor allem wichtig, insbesondere noch in der ersten Halbzeit, hat sie sehr gut mitgespielt bei den tiefen Pässen und konnte da einiges ablaufen. Merle Frohms hat sich ja in Abwesenheit von Almut Schuld wirklich toll entwickelt, wie ich finde. Hat gute Spiele gemacht. Wie sieht es denn bei Almut aus? Du bist da näher dran. Wir haben sie vorhin in der Halbzeit kurz gehört.
kämpft sich wieder ran nach der Geburt ihrer Zwillinge. Das ist eine Mammutaufgabe, denke ich mal. Während wir jetzt hier sehen, dass Guru Reiten den Platz verlässt und Amalie Eigeland kommen wird. 1-1-Wechsel. Ja, wie siehst du es im Moment bei Almut Schuld? Wird sie das nochmal schaffen, diesen großen Sprung, diese wirklich große Herausforderung? Ja, da muss man in die Glaskugel schauen, ob sie das wirklich dann auch nochmal schaffen wird. Aber natürlich die Verletzung mit der Schulter-OP und dann direkt im Anschluss die Geburt ihrer Zwillinge. Das ist eine lange Zeit gewesen, die sie nicht auf dem Platz stehen konnte. Zum Glück spielt die zweite Liga wieder. Das heißt, sie kann da Spielpraxis sammeln. Das braucht jede Torhüterin. Und bei dem Ehrgeiz, den sie hat, würde ich sie noch nicht abschreiben. Aber was am Ende bei rauskommt, kann man im Moment schwer beurteilen und einschätzen. Auf jeden Fall ist sie ehrgeizig und fleißig dran, Almut Schuld. Wir freuen uns, sie auf jeden Fall irgendwann wieder auf dem Platz auch zu sehen. Foulspiel an Meier. Zweite Halbzeit sehr offensiv, Leonie Meier, ne? Auch nicht mehr hinten so gebunden, logischerweise. Caro Hansen ist nicht mehr da und spielt ihr Knoten in die Beine. Lina Magul. Ah, interessante Variante da. Kurz spielen und reinspritzen von Lea Schüller. Sowas ist nicht so einfach zu verteidigen. Apropos verteidigen, Ariane. Defensivarbeit der deutschen Spielerinnen, während wir hier noch mal hingucken. Insgesamt, wie ist das einzuordnen? Marina Hegering, wenn man beide Spiele jetzt mal in Betracht zieht, ist schon eine echte Persönlichkeit da hinten, ne? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Mit einer wirklich guten Ruhe am Ball und guten Zeitpunkt immer, wann sie mit rausstößt. Ich denke, dass das Australien-Länderspiel das Bessere war, aber auch heute mit einer ordentlichen Leistung. Jana Feldkamp mit dem zweiten Länderspiel hat es auch ordentlich gemacht. Jetzt schauen wir noch mal hin. Upsala, der war nur knapp vorbei. Nichts beschreien hier in den letzten Minuten. Elisabeth Terland, ja, nein, wir beschreien gar nichts. Einmal tief durchatmen, Martina Voss-Tecklenburg. Aber es steht 3-1 für die deutsche Mannschaft. In der 90. Minute. Ja, und dann machen wir es auch noch mal rund. Ariane, Offensivbereich, deutsche Mannschaft, da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Viel, viel Auswahl an Spielerinnen. 3 Minuten Nachspielzeit hier in Wiesbaden. Also da kann die Bundestrainerin, wie man so schön sagt, aus einem gut gefüllten Köcher sich bedienen, oder? Auf jeden Fall. Das ist eine hohe Flexibilität, was die Offensive anbelangt. Ist auch interessant, in der Kaderzusammenstellung wird auch gar nicht mehr explizit zwischen Angriff und Mittelfeld unterschieden. Das ist eine Kategorie. Ich glaube, das sagt auch so einiges aus. Und vor allem muss man halt hervorheben, die Chancenverwertung, gleich die ersten Dinger wurden heute reingemacht. Da gibt es denn diesmal nichts zu bemängeln in der Anfangsphase. Absolut. Und wenn wir das Spiel jetzt mal und das gegen die Niederländerinnen im Februar mal zum Maßstab machen, das sind wirklich starke Gegnerinnen hier. Und diese Aufschlüsse, die sie heute hier und im Februar gewonnen hat, Martina Voss-Tecklenburg, die helfen dann auch wirklich weiter. Auch, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit, wenn es nicht die Drucksituation ist, die man in Turnieren hat, die kann man einfach nicht simulieren, oder? Nein, natürlich. Ein Freundschaftsspiel ist immer noch mal ein anderer Charakter, aber wichtig für die Entwicklung jeder einzelnen Spielerin. Auch im Freundschaftsspiel will man alles geben und da ist der Einsatzwillen da und man wird gefördert und gefordert und man muss einfach das Beste draus machen, weil man nun leider Gottes bei Olympia nicht teilnehmen wird. Sevik. Er kann sich da recht frei noch im Strafraum bewegen. Aber Berger ist zur Stelle.
Letzte Minute, das wäre es gewesen. Noch mal einen hier auf den Kopf serviert zu bekommen. Nüsken war in Stellung gelaufen. Magul. Meier. Der Weg wird zu weit. So, pünktlich nach den angezeigten